Guten Morgen, liebe Flörsheimerinnen und Flörsheimer, zum Wochenvideo. Wir stehen hier in Weilbach, im Haus am Weilbach, denn da wurde gerade die Tage der neue Bücherschrank installiert. Sind die ersten Bücher schon drin? Also, wenn jetzt am Wochenende die Uhr umgestellt wird, die Nächte länger werden und die Abende, dann haben Sie vielleicht Gelegenheit, sich hier ein Buch zu holen und dann sich zu Hause gemütlich zu machen. Denn weggehen dürfen wir ja sowieso nicht und sollen es auch besser nicht tun. Weilbach ist auch ein Stichwort. Gestern wurde die GAKW und das ganze Gelände der ehemaligen Kiesgruben und der jetzt rekultivierten Kiesgruben ausgezeichnet. Es gibt eine UN-Dekade biologische Vielfalt, die besondere Projekte auszeichnet, und da sind wir ausgezeichnet worden. Die GAKW, das ist ein Projekt, das jetzt seit 40 Jahren besteht. Eigentlich wollte man in diesem Jahr feiern. Aus einer geschundenen Landschaft mit Kiesabbau wurde eine wunderbare Landschaft rekultiviert für ganz viele Vögel, für viele Pflanzen und natürlich vor allen Dingen für uns Menschen als Naherholungsgebiet. Also das wäre auch eine Möglichkeit, wenn das Wetter wieder besser wird und wenn es mal nicht dunkel ist, dann gehen Sie doch da spazieren. Den Dreck nehmen Sie aber bitte mit nach Hause und werfen ihn höchstens noch in irgendwelche Mülleimer oder eben zu Hause in den Abfall. Da leidet im Augenblick die Natur sehr drunter. Ansonsten gibt es natürlich angesichts der Corona-Zahlen eher schlechtere Nachrichten. Die Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen und in Flörsheim, die müssen wir wohl definitiv absagen. Da wird es auch die nächsten Tage dann noch Pressen dazu geben, denn das ist einfach nicht umsetzbar. Die Gefahr ist zu hoch angesichts der jetzt steigenden Zahlen, dass da was passieren könnte, zumindest für uns kleine Stadt und bei Weihnachtsmärkten, die ja auch ganz stark von Vereinen und privat organisiert wurden. Das Gleiche gilt bei Veranstaltungen. Da möchte ich darauf hinweisen, bitte achten Sie da auf die Tagespresse. Im Augenblick hangeln wir uns manchmal von Tag zu Tag. Da kann es sein, dass am Montag es noch so aussieht, als würde am Wochenende eine Veranstaltung stattfinden können. Und bis zum Ende der Woche muss sie dann doch abgesagt werden, weil irgendwas nicht stimmt. Also bitte da auf die Tageszeitung oder auf die Kurzmeldungen bei Facebook, Twitter und wo wir sonst noch so sind mit der Stadt achten. Und natürlich Corona allgemein, bitte achten Sie darauf, dass Sie die Regeln einhalten, Abstand halten, Hygienevorschriften beachten, Mund-Nasen-Schutz aufsetzen, wenn Sie mit anderen zusammen sind, und dann kriegen wir das hin. Das ist ein Wechselspiel, das geht mir als Bürgermeister im Augenblick auch so. Man guckt einen Tag auf die Zahlen und freut sich, in Flörsheim nur eine Neuinfektion. Auf einmal ist man geschockt, am nächsten Tag 11 Neuinfektionen. Hier merken wir, dass natürlich im Augenblick sehr viel passiert und im Fluss ist. Und es sollte nicht so sein, dass es in Flörsheim irgendeinen Hotspot gibt, wo wir sagen müssen, wir sind auch noch vielleicht mit dran schuld, dass das ein oder andere passiert ist. Bis jetzt ist es noch nicht so, deshalb auch an alle Jugendlichen, die vielleicht in Flörsheim am Wochenende nochmal Nachkerb feiern wollen, lasst es bitte, ihr könnt euer Bier auch daheim trinken und an die Kerb denken, und in diesem Sinne an die Kerb denken, ein schönes Wochenende für die Flörsheimer und natürlich für die aus den Stadtteilen Wicker, Weilbach, Bad Weilbach und Kerdermark-Falkenberg genauso. Tschüss!